What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? Was geht ab, Freunde des Paranormalen? Und willkommen zu einem neuen Video von mir am Freitag. Für alle, die neu sind, hi, ich bin Abby. Auf diesem Kanal beschäftigen wir uns mit allem Übernatürlichen, Gruseligem und True Crimes. Also wenn dich sowas interessiert, dann lass gerne ein Abo da und abonniere die Glocke, damit du kein Video von mir verpasst. Für dieses Video habe ich wieder ein gruseliges Ritual, wovon ich komplett angetan war, als ich davon zum ersten Mal gehört habe. Und ich möchte euch das erzählen, ich möchte euch das erklären, was es für ein Ritual ist, was man da macht, warum man es auf keinen Fall machen sollte. Und wie immer, die Todesmutigen von euch, denen werde ich genau erklären, wie es geht. Also würde ich sagen, labern wir nicht weiter drum rum, macht euch einen Tee, kuschelt euch in die Decke, jetzt wird's spooky. Dieses Ritual ist so gruselig. Ich weiß, das sage ich bei allem, aber das hier ist wirklich gruselig. Und zwar geht es darum, mit dem Teufel zu tanzen oder die Musik des Teufels zu hören, weil er dir was vorspielt. Und allein der Gedanke, der Name Dark Music Ritual passt auch zum Teufel, weil der Teufel ja der Engel des Lichtes und des Entertainment war. Wie bei vielen Ritualen spielt man das Spiel komplett alleine in der Nacht. Und auch wie immer sollte man möglichst respektvoll sein dem Geist gegenüber oder dem Wesen gegenüber und sollte es nicht verspotten oder nicht beleidigend oder nicht herablassend sein. Das kann ziemlich böse enden. Du brauchst eine Wohnung mit einer Tür, ein Musikinstrument, du brauchst ein Blatt und einen Stift, Salz und Salzwasser, eine Nadel und, wenn du möchtest, eine Kamera. Das ist aber optional. Wenn es dann Nacht ist, beginnst du mit deinem Aufbau und zwar so. Du nimmst dir ein Musikinstrument, das sollte am besten kein Klavier sein oder so, sondern irgendwas, was du wirklich tragen kannst, zum Beispiel eine Gitarre, eine Flöte, eine Triangel und stellst dieses Instrument vor der Türe ab. Du darfst dich nicht zwischen die Türe und dem Instrument stellen. Wenn du das Ganze filmen möchtest, dann stellst du nun die Kamera gegenüber des Musikinstruments auf. Jetzt kommt der gruselige Teil und zwar sollst du dir mit einer Nadel in die Körperstelle, die normalerweise dieses Instrument spielt, stechen und das Blut auf die Stelle des Instruments geben, die gespielt wird. Komplizierter Satz. Also fürs Verständnis, wenn man jetzt eine Gitarre spielt, stichst du dir mit der Nadel in den Finger und machst sie auf die Seite. Ich glaube, ich habe es in dem anderen Video von den Ritualen, die du niemals machen solltest, schon erwähnt, aber wenn du Blut als Opfer bietest, das ist eine Major Red Flag. Man sollte sowas niemals tun. Mit so einer Opfergabe, gerade wenn das deine eigene DNA ist, wird es schnell von einem Spiel zu einfach was sehr, sehr viel Dunklerem. Also ich würde es niemandem empfehlen. Und auch hier hast du halt einfach keine Ahnung, was du rufst. Es kann ein netter kleiner Geist sein, der dir einfach etwas vorspielt auf Instrument oder es kann dunkler sein. Jetzt nimmst du dein Blatt Papier und schreibst eine Nachricht an den Geist oder an das Wesen, dass er dir bitte etwas vorspielen soll mit diesem Instrument. Achte drauf, respektvoll zu sein und dem Geist nicht zu befehlen, spiel mir was vor, sondern nett sein, ihn fragen, ob er das machen könnte. Die Nachricht legst du dann neben das Instrument. Dann nimmst du dein Salz und ziehst eine Linie zwischen deinem Instrument, also zwischen dem Konzert-Setup und deine Seite des Raumes und suchst dir ein gutes Versteck, was du dann auch nicht mehr verlassen darfst fürs Erste. Hierbei ist wichtig, dass du das Instrument nicht mehr sehen kannst. Du solltest Salzwasser und Salz bei dir haben, einfach zum Schutz. Wenn du in deinem Versteck sitzt und lang genug wartest, solltest du jetzt Musik hören. Ja. Die Vorstellung ist so gruselig. Der vorher sitzt einfach im dunklen Raum in irgendeiner Ecke und dann fängt dein Instrument einfach an zu spielen. Hell no. Wenn die Musik jetzt von ganz natürlich aufhört, also wenn das Lied zu Ende ist oder so, dann darfst du aus deinem Versteck kommen. Aber wenn jetzt kommt das Aber, wenn jetzt irgendwas schiefgelaufen ist, zum Beispiel, dass die Salzlinie durchbrochen ist und wenn das Musikinstrument kaputt ist, dann darfst du nicht weitermachen, sondern musst zum ersten Schritt der folgenden Anweisung gehen.
die ich euch gleich sage. Wenn aber alles normal ist und alles gut gelaufen ist und du die Musik genossen hast, dann kannst du weitermachen. Ich muss jetzt mit beiden Händen die Salzlinie durchbrechen. Geh zum Instrument, stelle dich aber auch wieder hier nicht zwischen Türe und Instrument. Du nimmst jetzt deinen Zettel, faltest ihn dreimal und legst ihn in das Salzwasser. Wenn du das gemacht hast, dann positioniere das Salzwasser mit der Nachricht wieder dort, wo die Nachricht ursprünglich lag und bedank dich beim Geist. Jetzt musst du mit dem Salzwasser dein Blut von dem Instrument wischen und kannst die Nacht einfach ganz normal weiter verbringen. Kannst schlafen gehen, kannst einen Film schauen, was weiß ich, aber du solltest dich ruhig verhalten und du solltest keine Musik mehr spielen. So, jetzt kommen wir dazu, was passiert oder was du machen sollst, wenn eines der Fälle, die ich vorhin genannt habe, der Fall sein sollte. Also, dass die Salzlinie durchbrochen ist, wenn die Musik plötzlich stoppt, die Musik aus dem Takt ist oder das Musikinstrument kaputt ist oder du von irgendwo aus der Wohnung ein lautes Geräusch hörst. Wenn etwas davon der Fall sein sollte, komm so schnell wie möglich aus deinem Versteck raus, geh zum Instrument und schütte Salzwasser auf den Raum zwischen Türe und Instrument. Benutz auch nicht das ganze Salzwasser, denn du brauchst es noch. Und jetzt beginnt der Countdown. Du hast jetzt genau 15 Sekunden Zeit. Zerreiß die Notiz in 5 Teile und stecke jedes davon in Salzwasser, sodass jeder Teil davon nass ist. Check den Countdown, du hast jetzt noch 12 Sekunden. Entschuldige dich beim Geist und bitte ihn um Vergebung. Check den Countdown, du hast jetzt noch 10 Sekunden. Nimm dein Instrument und spiele etwas darauf. Spiele ein einfaches Lied und spiele nicht das Lied, das das Wesen vorher für dich gespielt hat. Spiele jetzt so lange, bis der Countdown abgelaufen ist. Also im besten Fall 10 Sekunden. Wenn du allerdings diese Dinge nicht in diesen 15 Sekunden geschafft hast, dann bist du am Arsch. Dann schalte das Licht an und warte. Nach einer Stunde machst du dir dein neues Salzwasser und wäschst damit das Blut von dem Instrument. Spiel in dem Raum keine Musik mehr. Ich schätze, das gilt für immer. Also viel Spaß dabei. So, das war im Großen und Ganzen die Anleitung. Es gibt dieses Spiel auch in mehreren Varianten. Zum Beispiel, dass man es um eine bestimmte Uhrzeit machen soll, dass man Tinte und Feder benutzen soll statt einem Stift. Oder dass man die Salzlinie weglässt, was in meinen Augen ziemlich dumm ist, weil das dein einziger Schutz ist. Also ich würde raten, diese Salzlinie auf jeden Fall zu lassen. Wenn du die Kamera aufgestellt hast, dann kannst du die Aufnahmen anschauen, außer wenn etwas schiefgelaufen ist, dann solltest du sie nicht anschauen. Was du auf gar keinen Fall machen darfst, wäre dieses Video ins Internet zu stellen. Denn der Geist wird sich an dir rächen, weil er das nicht gut findet, wenn du aus seiner privaten Vorstellung Profit nutzen möchtest. Und das war das Ritual. Also ehrlich zu sein, ich krieg überhaupt keine guten Vibes davon. Ich finde auch dieses, du hast 15 Sekunden Zeit, ich finde das so gruselig. Vor allem, du bist ja dann so voll hektisch, so, oh mein Gott, 15 Sekunden. Und dann geht alles schief. So wäre das bei mir zumindest. Also wie gesagt, ist dieses Ritual dazu da, um mit dem Teufel zu tanzen oder die Musik des Teufels zu hören. Und wenn dich das nicht abschreckt, dann bist du entweder mutig oder dumm. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das Ritual kennt, ob ihr davon gehört habt und ob ihr sowas machen würdet. Lasst mich wissen, ob ich das machen soll. Meine Wohnung ist ja nicht schon haunted genug. Das war das Ritual vom Tanz mit dem Teufel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Ich lade jeden Freitag um 18 Uhr ein Video hoch und manchmal auch dienstags, wenn ich mich danach fühle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!